Herzlich willkommen bei der Checkliste der neuen Arbeitswelt. Da geht es darum, dass wir in den vier Dimensionen uns das Phänomen neue Arbeitswelten, innovative Spaces uns gemeinsam ansehen, damit Sie einen Überblick bekommen zu diesem komplexen Thema. Ich gehe nicht in alle Details hinein, will Ihnen einen Überblick bieten und in weiterer Folge in den Seminaren und Podcasts haben Sie da die Möglichkeit, in die Tiefe zu steigen und natürlich auch bei unseren Sessions, bei unseren Reflexionen. Sehen wir doch einmal in die Inhalte des heutigen Tages und dieses Videos. Warum überhaupt neue Arbeitswelten? Was hat sich da geändert oder gibt es historisch vielleicht schon Vorläufer? Das sehen wir uns gemeinsam an. Dann kommt diese Checkliste, die wir mit 10 Unternehmen in Zusammenarbeit mit der Außenwirtschaftsorganisation erstellt haben. Da hat sich herausgestellt, dass die neue Welt der Arbeit 4 Dimensionen hat. Es geht natürlich immer um den Menschen im Mittelpunkt. Es muss die Technik da sein, die den Menschen unterstützt. Natürlich ist es auch der Raum, aber der Raum alleine reicht nicht, um eine neue Arbeitswelt zu schaffen. Und dann die Organisation, die Prozesse rundherum, das muss funktionieren. Wenn diese 4 Bereiche zusammenspielen, dann hat man eine sehr gute Chance, auch höhere Produktivität und Mitarbeiterzufriedenheit zu schaffen in dieser Arbeitswelt, in der wir tätig sind. Sie haben die Möglichkeit, Ihre eigene Checkliste mit diesen Inspirationen und Erfahrungswerten zu bauen und so eine Art Zeitlinie, eine Roadmap, wann Sie was umsetzen wollen und können das in Ihrer Organisation absprechen. Das heißt, wir sind hier sehr, sehr praktisch unterwegs. Springen wir gleich hinein in diese Frage, warum neue Arbeitswelten? Was hat sich denn so verändert, dass wir davon ausgehen, dass unsere typische Arbeit immer mehr sich ändert und es auch neue Möglichkeiten zur Innovation gibt. Ganz klar, Internet und Informationstechnologien ermöglichen uns das Arbeiten von überall. Während es in früheren Jahren noch teilweise schwierig war, es wird immer einfacher in der heutigen Zeit. Die Technik funktioniert viel besser und wir haben ja auch im Jahr 2020 gute Testsituationen dazu gehabt. Die Mobilität kann eingeschränkt sein. Das heißt also, wir können nicht uns im Büro treffen. Oder ich bin eine Person, die Benachteiligungen hat im Bereich der Mobilität und will, muss und kann nur von zu Hause arbeiten. Das eröffnet natürlich ganz neue Möglichkeiten und das ist gut so für unsere Gesellschaft. Natürlich ist es toll, an einem Ort zusammenzukommen und wenn das nicht gerade unmöglich ist, dann werden wir das immer tun. Real und digital verbindet sich. Es ist toll, sich auszutauschen. Man kann sehr viel natürlich abklären über digital, aber dann das reale Zusammenkommen ist immer ganz hervorragend, ob das Büro ist, Event, Netzwerkveranstaltung, Konferenz etc. Wir dürfen nicht vergessen, dass natürlich unsere Arbeitswelten einen unglaublichen Einfluss auf unseren Umweltschutz, auf die Nachhaltigkeit unserer Wirtschaft haben. Auch da können wir natürlich einfach optimieren und das viel zitierte Beispiel von dem einen Flug nach Berlin, um ein 2-Stunden-Meeting zu machen, ist, glaube ich, in unserem Kopf. Das können wir mit den neuen Arbeitswelten vielleicht auch online machen. Wir leben in einer Arbeitswelt, die immer mehr fragt nach Innovationen, ganz einfach, weil wir einer so hohen Dynamik in der Wirtschaft, in der Gesellschaft ausgesetzt sind. Und wir merken es in unseren täglichen Abläufen. Es geht nicht mehr so linear, es gibt ganz viele Projekte. Wir arbeiten mit immer mehr Personen zusammen, die gar nicht angestellt sind bei uns, Freelancern, externe Beraterinnen, wie auch immer sie sie nennen, Programmierer, Designer, alle helfen uns von außen. Ja, und das bedeutet auch, dass unsere Arbeitswelt sich ständig verändert. Wie schon angesprochen, wir suchen nach diesen Innovationen, dieses 10 Jahre es in gleicher Art und Weise den Kundenkontakt zu machen oder eine Verwaltung zu machen oder die Art der Buchhaltung. Es ändert sich selbst in sehr traditionellen Bereichen permanent etwas. Wir sind draufgekommen im Jahr 2020, dass dieses Zuhausearbeiten natürlich ganz schwierig ist, insbesondere wenn es Betreuungspflichten gibt, von Kindern zum Beispiel oder von Pflegebedürftigen.
Da ist man oft zweigeteilt im wahrsten Sinne des Wortes innerhalb der eigenen Wohnung, wem man sich hier widmen soll, der Arbeit oder den Menschen um einen herum. Und da bedarf es neuen Herangehensweisen, das werden wir auch betrachten. Auf der anderen Seite ist diese Flexibilität in dem Wo und Wann des Arbeitens natürlich für viele von uns, die keine typischen Abläufe mehr haben, wie es vielleicht noch früher war, ganz, ganz, ganz tolle Möglichkeit, unser Leben so zu gestalten in Einklang mit der Arbeit. Ja, und natürlich von Seiten der Organisationen, der Unternehmen wird natürlich die neue Arbeitswelt auch immer gesehen als eine Möglichkeit, Kosten zu reduzieren. Das ist ganz klar. Das ist ein Teil unseres Wirtschaftslebens. Er muss nur sinnvoll gemacht werden, sodass es nicht auf Kosten der Qualität der Arbeit geht. Erlauben Sie mir doch ein bisschen so ein mit Augenzwinkern auf die neue Arbeitswelt zu sehen. Geht es um Homeoffice und Open Space, Großraumbüros? Was gab es denn da für Arbeitszeiten und Arbeitswelten in der Vergangenheit? Wirklich mit einem Augenzwinkern. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie die Arbeitswelt der armen ägyptischen Sklaven war, um diese Pyramiden zu erbauen. Und gleichzeitig denken wir an Gesellschaften, die landwirtschaftlich tätig waren, also völlig andere Arbeitswelten, die wir heute noch teilweise ja auch in unserer Landwirtschaft erleben. Also es ist nicht alles Büro, es ist auch nicht alles Produktionsstätte, es gibt eine unglaubliche Vielfalt an Arbeitswelten, auch historisch gesehen und heute. Wir müssen gar nicht so weit zurückblicken, nämlich ein bisschen vor die Industrialisierung, wo wir schon Homeoffice hatten. Also eine Familie hat zu Hause gearbeitet, hat Webarbeiten gemacht, um zuzuliefern an Handel, an Gewerbe. Und da war man wirklich in einer, ja, in seinen vier Wänden und war hier produktiv. Also ein bisschen was erinnert mich hier an Situationen, die wir auch zu Hause erleben, wenn sozusagen mehrere Berufstätige sind in der Familie. Die Kinder, die herumlaufen und ihre Aufmerksamkeit wollen, das fehlt hier noch ein bisschen auf diesem Bild. Auch wenn wir sagen, diese Großraumbüros, also Open Space, neumodisch genannt, alle arbeiten zusammen und man hört sich und man weiß, was passiert und es ist kreativ, auch das ist ja keine Erfindung der letzten Jahre. In sehr unangenehmer Form sieht man das auf diesem Bild aus dem vorigen Jahrhundert. Geht ja zurück bis auf die Buchhaltungs-Großraumbüros, auch zwischen den beiden Weltkriegen. Also es hat schon so viel an verschiedenen gegeben und es ist gut, wenn man im Kopf hat, dass sich alles ändert und dass man da ein bisschen flexibel sein sollte und man muss darauf achten, die Arbeitswelten optimal zu gestalten. Stilisiert und mit schönen Effekten gesehen, hier ein Beispiel Talent Garden in Mailand, ein Innovationsspace, ein Coworking Space, also typisch ein Bürogebäude, wo unterschiedlichste Firmenangehörigen zusammenkommen und zu so arbeiten. Ob das jetzt von etablierten Firmen Angestellten, Mitarbeiterinnen sind oder ob das Startups sind, das ist sehr unterschiedlich. Agenturen, Investoren, Rechtsanwälte kommen hier zusammen. Warum? Wir werden darauf noch genauer eingehen. Aber das Hauptargument ist, ich möchte hier nicht zu Hause arbeiten. Ich kann, will nicht ins Büro. Ich möchte in einem Platz sein, wo ich andere treffe, die mir bei meinen Projekten Inspirationen liefern, mich unterstützen. Ein institutionalisiertes Netzwerken, ein institutionalisierter Bereich für Innovationen. Das sind also diese unterschiedlichen Arbeitswelten. Da einfach nur bitte Flexibilität im Kopf bewahren, auch im Herzen. Also im Sinne von Arbeiten ist Emotion, Arbeiten ist sehr abstrakt und sehr analytisch oft. Beide Seiten unseres Lebens werden hier bedient und die Historie zeigt, dass das einem permanenten Wandel unterliegt. Gehen wir zurück auf diese Checkliste. Wie funktioniert so eine Checkliste Neue Arbeitswelt? Sie basiert auf mehreren Workshops, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, gemischt mit Erfahrungen aus internationalen Beispielen, im Inland, im Ausland, international und eben auf diesen vier Dimensionen. Wir sehen uns alle Dimensionen getrennt an und versuchen den besten Mix zu machen bzw. identifizieren
die für uns relevanten Punkte dieser Checkliste. Also wenn es bei uns sehr stark im Raum um dieses offene Raumkonzept geht, dann müssen wir sehen, wie geht es den Menschen damit, welche Technik müssen wir zur Verfügung stellen. Vielleicht geht es aber auch darum, dass eine Organisation immer mehr Homeoffice ermöglicht. Dann geht es auch wieder um Technik, wie geht die Kommunikation zwischen den Menschen, wie ist die Führungsarbeit hier. Sie sehen, wir springen hier in diesen vier Dimensionen und das können Sie machen. Machen Sie sich einfach Notizen, was ist für Sie wichtig, was passt an Ihrer Arbeitswelt heute noch nicht optimal. Was möchten Sie angehen? Priorisieren das ein bisschen. So können Sie Ihre eigene Checkliste, Ihre eigene Zeitlinie, Roadmap gestalten. Und Sie können mir jederzeit Fragen stellen. Ich habe Ihnen hier nochmal meine E-Mail-Adresse eingeblendet. Wenn Sie so eine Zeitlinie erstellen, dann dürfen Sie nicht enttäuscht sein, wenn es nach 3 Monaten so ein emotionales Tief in der ganzen Organisation gibt. Ja, wir haben ein offenes Raumkonzept eingeführt. Ja, wir haben eine neue Organisationsform, wo wir stärker zusammenarbeiten sollen. Aber irgendwie funktioniert es nicht so. Das Einführen von neuen Arbeitswelten ist immer wie eine Hochschaubahnfahrt. Ein Runter und ein Rauf. Wir kommen immer wieder zu dem Punkt, dass etwas nicht funktioniert, dass wir uns an unsere eigenen Regeln nicht halten. Und da geht es ein bisschen runter mit unserer Emotion. Und da gilt es ganz einfach zusammenzusitzen, einen Review zu machen, sich anzusehen, was man besser machen kann und das kommunizieren und dann natürlich auch wieder umsetzen. Also nichts ist von Bestand. Alles muss immer wieder angestoßen werden, damit es in einem guten Bereich ist. Wenn Sie Lust haben, lassen Sie uns jetzt gleich in die Kapitelbereiche Raum hineinsehen. Rund um den Raum, was haben da die anderen Unternehmen und Organisationen als wichtige Punkte, die man sich ansehen muss, bezeichnet? Ich springe da gleich mal hin. Ich gehe es von oben durch, versuche ein bisschen das zu beschreiben, was da gemeint ist. Und in verschiedenen Gruppenarbeiten oder in Reflexionszeiten, die wir haben gemeinsam, können Sie das jederzeit mit mir vertiefen. Es gibt ja 3 Möglichkeiten des Wos des Arbeitens für uns, sagen wir mal, die 80%, die so ein bisschen typische Arbeit haben im Büro oder vielleicht in einer Produktionsstätte. Dort arbeitet man, das ist das Klassische, ganz, ganz klar. Wenn man nicht direkt an einer Maschine arbeiten muss, sondern vielleicht sehr viel administrative Tätigkeiten hat, dann kann das im Homeoffice sein oder auch in so einem Mietoffice. Was meine ich damit? Das Mietoffice wäre dann zum Beispiel so ein Coworking Space, wo Sie in Wien oder in anderen Städten einfach in diese gemeinschaftlichen Bürogebäude gehen, wo auch andere Firmen drin sind und sich einfach an einen Platz setzen und von dort arbeiten. Mit Ihrem eigenen Gerät, zum Beispiel Ihrem Notebook und loggen sich einfach in das Funknetz, in das WLAN des Gebäudes ein. Und greifen auf die Applikationen Ihres Arbeitgebers zu. Und dann gibt es noch das Mobile Office. Bedeutet einfach, ich bin auf Reisen, ich bin unterwegs, ich bin im Zug, ich bin im Kaffeehaus, wie es bei mir sehr oft der Fall ist, und arbeite von dort. Technisch gesehen ist es ähnlich wie das Arbeiten in einem Mietoffice oder teilweise auch in einem Homeoffice. Remoter, also distanzierter Zugriff auf die Infrastrukturen Ihrer Organisation. Ja, Raumgestaltung. Ganz interessant, auch in diesen großen Gebäuden, wie ich schon erwähnt habe, in diesen Mietoffice-Gebäuden, in diesen Coworking Spaces, sind wir drauf gekommen, als wir ein relativ großes errichtet haben in 2018 in Wien, dass von den 430 Arbeitsplätzen sehr viele Plätze gebraucht werden, die auch ein Glas haben, also ein privates Büro, also ein Rückzugsraum, wo man eine Tür, zumindest eine Glastür, zumachen kann. International zeigt sich, dass 65% der Arbeitsplätze in solchen innovativen Bürogebäuden private Offices sind, ganz einfach, weil diese Rückzugsmöglichkeit, dieses Arbeiten auch unter Geheimhaltung, dieses Arbeiten unter Ruhe ganz wichtig ist. Aber spannend natürlich für viele Menschen auch die flexiblen Arbeitsplätze. Heißt nichts anderes, als ich kann
mit meinem Notebook mich an einen Tisch setzen, einen Platz setzen, der gerade frei ist, oder fixe Arbeitsplätze, das heißt mein Arbeitsplatz, wo sich niemand anderer hinsetzen darf, auch wenn ich nicht da bin, in diesem offenen Raum. Ganz wichtig hat sich in dieser Raumgestaltung im internationalen und lokalen Erfahrungsbereich herausgestellt, wir brauchen Bereiche, wo man sich erholen kann. Rückzug, ganz wichtig natürlich auch die Meetingzonen, das heißt also ausreichend Meetingräume. Ich gehe dann später noch einmal auf Projekträume ein, aber das muss geplant sein, sonst ist der Arbeitsablauf nicht sichergestellt. Das heißt, ich gehe davon aus, dass man in so einem Bürogebäude ähnlich viel Platz für Nicht-Arbeitsplätze braucht, wie für Arbeitsplätze, um ein sinnvolles Arbeiten in der neuen Arbeitswelt zu ermöglichen. Ja, und irgendwo Kaffee-Ecke, Küche, Tee-Ecke, das ist ganz wichtig. Gerade bei einer Tasse Kaffee kommen die Menschen zusammen. Okay. Wir haben auch erlebt, dass viele Firmen sagen, wir versuchen das sehr modular aufzubauen, weil wir wissen, in ein, zwei Jahren müssen wir da ein größeres, da ein kleineres Büro machen. Wir müssen Wände verschieben. Also da wird sehr viel mit Ytong gebaut. Ganz einfach, um diese Adaptionsmöglichkeit zu haben. Und da ist es ganz wichtig, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzubeziehen. Was funktioniert nicht? Sie können sich erinnern an die Hochschaubahnkurve. Wir machen einfach es besser. Nächstes Jahr haben wir es anders aufgebaut, dann sitzen wir anders, vielleicht ist das besser, wir probieren es aus. Nur im tatsächlichen Tun kommen wir hier zusammen. Ganz spannend ist in der neuen Arbeitswelt, was viele Firmen sagen, wie können wir Reise- oder Pendelzeiten nutzen? Und da möchte ich jetzt nicht ins Fettnäpfchen der Arbeitszeitregelungen tapsen. Aber was ich erlebt habe, ist, dass viele Firmen sagen, ich möchte eigentlich, dass die Menschen sich nicht alle alleine im Auto zu einem Unternehmen befinden, falls sie nicht öffentlich anreisen, sondern vielleicht kann man Fahrgemeinschaften bilden. Dieses betriebliche Fahrgemeinschaftenmanagement gibt es auch in Österreich jetzt zwei Firmen, die sich darum kümmern, Carploi und Umadum, die das institutionell machen und ganz hervorragende Erfahrungen gemacht haben im Sinne von CO2 sparen, die Mitarbeiter tauschen sich schon ein bisschen aus, der Fahrer oder die Fahrerin bekommt ein kleines Goodie oder ein kleines Zeitkontingent gutgeschrieben von der Firma. Es sind sehr positive Auswirkungen, wir können im Detail persönlich darauf eingehen. Eine zweite Situation ist, dass wir heute alle unsere Smartphones mit haben. Ja, und der eine oder andere will schon seine E-Mails machen oder will einen berufsorientierten Podcast hören, um sich weiterzubilden, um diese Reise- und Pendelzeiten noch stärker und optimal zu gestalten. Oder man chattet schon mal mit den Mitarbeitern über das nächste Projekt. Wie gesagt, sehr individuell, darf man aber nicht aus den Augen verlieren, wenn wir hier von einer Arbeit sprechen, die überall stattfinden kann. Große Frage zum Schluss beim Raum, spiegelt diese Arbeitsumgebung die Werte des Unternehmens wider? Naja, der Klassiker, Chefbüros, Eckbüros, alle haben nur diese technische Ausstattung, ein paar sind ein bisschen gleicher und haben bessere Ausstattung. Also da kann man natürlich in dieser Gestaltung der neuen Arbeitswelt auch viel Rückschlüsse auf die Kultur, auf die Werte und auf die Ehrlichkeit der Organisationen zurückschließen. Springen wir doch gleich in dieses Kapitel Organisation. Achtung, da kommen ganz viele Punkte, aber ich führe sie behutsam durch, sodass wir da ein bisschen den Hintergrund erleben gemeinsam. Eine Organisation muss gut aufgebaut sein, damit diese neue Arbeitswelt funktioniert. Da kann man so eine Hitzelandkarte oder Heatmap machen. Was soll das heißen? Das bedeutet nichts anderes, als dass gewisse Organisationseinheiten vielleicht diese neuen Arbeitswelten, diese Freiheit im Wo und im Wie des Erbringens der Arbeit viel dringender brauchen als andere. Wir müssen nicht immer die gesamte Firma sofort umstellen. Da gibt es sehr negative Beispiele aus dem Bankenbereich, wo das von einem Tag auf den anderen getan wird. Das sind Megaprojekte, wo sehr viele unglückliche Mitarbeiterinnen und Kundinnen zurückbleiben. Gerne da im persönlichen Gespräch ins Detail ein
gehen. Wir können uns in der neuen Arbeitswelt das Prinzip der unterschiedlichen Geschwindigkeiten sehr wohl erlauben und es ist gut. Wir brauchen klare Spielregeln. Ich darf Sie dann noch einmal später ein bisschen einführen in die Technik der Zusammenarbeitsregeln. Und da kommt es eigentlich wirklich darauf an, dass wir das gut organisieren. Wenn mich etwas stört, wie kann ich das äußern? Wie kann ich als Führungskraft mich sicher fühlen, obwohl ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht sehe, sondern nur höre oder Videotelefonie mit ihnen mache? Wie sieht es denn mit der Vertrauenskultur in unserem Unternehmen aus? Da würde ich gerne noch viel darüber diskutieren, weil das oft ein Stolperstein ist von viel Technik und viel Raum, der nicht funktioniert, wenn diese Kultur nicht da ist. Man muss führen durch diesen Wandel, wenn wir die Arbeitswelten bei uns verändern, wenn wir neue Innovationen einführen. Es dürfen kleine Schritte sein. Es ist auch erlaubt, dass etwas nicht funktioniert. Wir starten lieber eine kleine Pilotgruppe, die das schon mal ausprobiert, anstatt dass es sofort alle machen, wie schon erwähnt. Und oft ist es wichtig zu wissen, warum wir es tun und nicht wie wir es tun. Warum führen wir das jetzt ein? Nur wenn wir das strategische Warum erklären, kann eine Organisation hier mitarbeiten und mitgehen. Und einen externen Coach zu haben, ist da sicherlich nicht schlecht. Ganz einfach, weil Erfahrungen aus anderen Bereichen hier dazukommen. Die Partizipation. Verordnen Sie nicht als Firma neue Arbeitswelten und neues innovatives Arbeiten, sondern lassen Sie die Belegschaft, die so viel weiß, wie es funktioniert, lassen Sie die doch bitte mitarbeiten. Sowohl im Erstellen, im Designen der neuen Arbeitswelt, als auch am Umsetzen. Wir haben den größten Spaß gehabt, als wir unsere Möbel selber zusammengebaut haben. Und dafür durften wir uns das aber auch gruppieren und hinstellen, wie wir wollten. Also das ist jetzt ein sehr banales Beispiel, aber es geht wirklich darum, neue Arbeitswelt im Einklang mit den Bedürfnissen und dem Mitbestimmungsrecht der Belegschaft. Das führt zu Motivation, das führt zu Akzeptanz. Gibt es vielleicht aufgrund der neuen Arbeitswelten, die wir einführen, auch einen Anlauf, bestehende Unternehmenssilos, also Gruppen, die nicht miteinander reden, stärker aufzubrechen, diese Silos aufzubrechen, neu zu verbinden? Können wir verstehen, wie viel Innovation wirklich im Unternehmen gewünscht ist? Können wir einmal auflisten, wie viel Zeit wir in Projekten sitzen, im Gegensatz zur unter Anführungszeichen normalen linearen Abarbeitung von unseren Prozessen? Wenn wir 40% Projektarbeit haben, dann brauchen wir doch auch 40% des Raumes an Projekträumen, wo wir auch einmal unsere Unterlagen eine Woche lang liegen lassen können, wenn wir gerade an einem Projekt arbeiten. Das müssen wir dann im Raum bedenken. Wie sieht es aus mit der Transparenz, mit dem Wissensmanagement, mit dem Informationsfluss? Wie können wir schnell aus Fehlern lernen? All das sind Teile der neuen Arbeitswelt und wenn wir da nicht ein klares Verständnis mit der Methodik haben, dann hält uns nicht viel davon ab, auch einen Misserfolg zu landen. Nein, wir müssen es wissen, wir müssen transparent mit Informationen umgehen und wir müssen ein Wissensmanagement im Hintergrund haben. Da hilft uns die Technik dann, da kommen wir noch dazu. Für die Unternehmensführung ganz wichtig, was ist überhaupt Return on Investment? Was bringt mir monetär diese neue Arbeitswelt? Und das darf ich natürlich nicht nur in geringeren Büromöbelkosten rechnen. Das muss ich auch rechnen in, wie motiviert sind die Mitarbeiter, wie viele Mitarbeiter halte ich im Unternehmen, die sonst vielleicht gegangen wären, wie attraktiv bin ich auch als Employer Brand, als Marke des Arbeitgebers für neue Talente, die sagen, ich arbeite nur in innovativen Unternehmungen. Und wie kann ich auch rechnen, indem ich sage, wie viele Menschen sollen bei mir in einem klassischen Angestellten-System sein und wie viel Prozent setze ich
auch auf diese externen Kontributoren, diese Menschen, die mir in Spitzenzeiten helfen, diese Menschen, die zum Beispiel als Programmierer, als Designer, als Arbeitskräfte, die mein Unternehmen kennen und die ich zuschalten kann, wie kann ich da arbeiten. Auch wieder ein heißes Thema im Sinne unserer Gesellschaft, aber in unserer jetzigen dynamischen Wirtschaft, glaube ich, etwas, was man sich überlegen muss und eine Aussage treffen muss. Und diese Entscheidung kann man ja permanent adaptieren. Wir haben noch ein Kapitel in der Checkliste und das ist das Wichtigste. Pardon, zwei haben wir noch. Jetzt kommt das Wichtigste und dann kommt die Technik. Und das ist, glaube ich, ganz gut, mein Versprecher, weil der Mensch steht im Mittelpunkt. Also technokratische oder rein strategische neue Arbeitswelten einführen von Innovationsmethoden, das funktioniert nicht. Wir müssen immer an den Sinn denken, an die Freude an der Arbeit, an die intrinsische, an die in uns drinnen steckende Motivation. Und die muss in Überlappung mit der Strategie der Organisation gehen. Wir müssen Anerkennung erzeugen. Wir wissen, dass neben natürlich dem Geld ganz einfach diese Werte so zentral sind und darüber entscheiden, oft ob ein Unternehmen erfolgreich ist oder nicht erfolgreich, ob die Menschen motiviert sind oder nicht. Wir sollten auch im Zuge der neuen Arbeitswelten ganz klar Vereinbarungen treffen. Welche Kompetenzen hast du? Welche Fähigkeiten? Wie möchtest du dich weiterentwickeln? Wie können wir heute schon, wenn du dich in diese Richtung entwickeln willst, anfangen, das Wissen zu transferieren von anderen Menschen, die vielleicht in 3 Jahren in Pension gehen? Das ist neue Arbeitswelt. Das war immer schon ein Thema, ist aber nie optimal gelöst worden. Und das müssen wir auch angehen. Weil wir Menschen sind, können wir nicht permanent wie ein Computer laufen. Wir brauchen Gegenstrategien zu dieser Welt, wo wir immer eingeschaltet sind, always on. Wo sind die Freiräume? Wo ist die Rückzugsmöglichkeit? Wo ist die Rekreationsmöglichkeit? Und in weiterer Folge in dem Online-Kurs werden wir auch eingehen in die persönliche und in die Team-Energie-Bilanzen, um zu sehen, dass wir nachhaltig arbeiten können und uns nicht einfach nur verbrennen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir müssen darüber sprechen, wie unsere Organisation aufgebaut ist. Ist es eine typisch hierarchische? Ist es eine holokratische, also wo sehr viel Mitbestimmungsrecht, aber auch sehr viel Verantwortung auf den einzelnen Mitarbeitern lastet? Sehen sich die Führungskräfte als Führungskräfte in einem Inverted Pyramid System, das heißt also in eine auf den Kopf gestellte Pyramide, wo die Führungskraft dazu da ist, um die Arbeit der darüberliegenden Menschen, Mitarbeiter genannt, ermöglicht und erleichtert? Wie viel Bereitschaft ist für Veränderung bei den Mitarbeiterinnen, bei den Mitarbeitern? Wie viel permanente Transformation können wir aushalten? Wie agil sind wir schon? Große Themen, die nur im Kleinen gelöst werden, an realen Beispielen, ob das jetzt einmal ein agiles Projekt ist oder ob das eine Digitalisierungsinitiative ist, das sind typisch diese Punkte, wo wir sehen, wie weit wir schon hier sind im innovativen Arbeiten. Wir müssen auch immer darüber sprechen, wenn wir Innovation wollen, wenn wir Menschen wollen, die sich überlegen, wie die Leistung des Unternehmens noch besser erbracht werden kann, dass wir Freiheitsmodelle brauchen. Da kann es einmal sein, dass eine Person einmal ein halbes Jahr nicht da ist, Sabbatical, glaube ich, genannt. Da gibt es Menschen, die sagen, ich möchte mal ein halbes Jahr ein unternehmerisches Projekt leiten. Ich möchte wie ein Unternehmer im Unternehmen agieren. Ich möchte Risiko übernehmen. Ich kenne mittlerweile viele Firmen, die sogar interne Startups bauen, damit ganz innovative Ideen ein bisschen losgelöst von einem etwas starren Kern des Unternehmens möglich werden. Und natürlich, jede Organisation braucht ehemalige Alumni, also die, die nicht mehr dabei sind, die aber ein Teil von unserer Organisation sind. Und vielleicht gut über uns sprechen, vielleicht neue Mitarbeiter empfehlen oder einfach nur Kunden sind von unserer Organisation. Also diese Alumni sind für uns natürlich auch etwas ganz Wichtiges in der langfristigen Betrachtung,
in einer menschlichen Betrachtung der neuen Arbeitswelten. Jetzt zum letzten Kapitel, zur vierten Dimension, zur Technik. Welche Zusammenarbeitswerkzeuge setzen wir ein? Ich werde da dort in den Online-Kursen, die ich auf martingieswein.com habe, etliches an solchen zeigen. Zusammenarbeiten auch über Distanz, so wie am Flipchart, das ist möglich, das funktioniert gut mittlerweile. Wie gehen wir mit Design Thinking um? Machen wir Szenarioplanung? Welche kreativitätsfördernden Werkzeuge funktionieren bei uns und wie setzen wir ein? Sind die technischen Geräte alle bei uns für alle verfügbar oder ist es ein Abbild der Hierarchie? Funktioniert das, wenn man ein eigenes Telefon verwenden will, wenn man da am besten arbeiten kann? Wird das in das System eingebracht? Wie viel Mobilität ermöglicht uns die Technik? Und es gibt immer eine gute Prüfung, ob diese Technik dem neuesten Stand der neuen Arbeitswelten entspricht. Wenn Sie ein technisches System oder ein technisches Werkzeug bekommen, dann muss es mindestens genauso gut sein, als wenn Sie es als privater User sich kaufen würden oder weiterempfehlen würden. Das ist die richtige Mitarbeiterin-Nutzen-Erfahrung. Ganz, ganz zentral. Die Apps haben uns vorgegeben, wie einfach oft technische Schritte sind und das wollen wir natürlich in der Arbeitswelt genauso haben. Die Arbeitsabläufe und die Prozessunterstützungen müssen gut sein, einfach sein. Ich höre immer wieder in Umfragen zu neuen Arbeitswelten, wenn ich in Workshops das mache, eines der größten nervtötenden Situationen ist die Vielfacheingabe der gleichen Daten in verschiedenen Systemen. Das darf nicht sein. Das müssen wir besser machen. Wie ist die Rolle der Informationstechnologieabteilung, der EDV-Abteilung, der IT, der IKT-Abteilung in unserem Unternehmen? Gibt es sowas wie eine Schatten-IT, wo sich ein paar innovative Mitarbeiter eigene Systeme aus dem Internet holen und dann viel glücklicher sind, aber vielleicht nicht auf alle Daten zugreifen können? Da gilt es dahinter zu sehen. Und die IT hat hier eine zentrale Rolle als Dienstleister, aber auch als Mitdenker und Mitgestalter in der neuen Arbeitswelt. Diese IT und wir alle müssen auch klar sagen, Innovation, Digitalisierung, neue Arbeitswelten bedeutet eine noch größere Bedachtnahme auf Datensicherheit, auf Sicherheit unserer Systeme und auf unseren persönlichen Datenschutz. Es ist eine Verantwortung von jeder Person, von jeder Mitarbeiterin, von jeder Führungskraft, nicht nur von der IT-Abteilung. Da können die schlimmsten Dinge passieren, wenn wir darauf nicht Bedacht nehmen und das wegdelegieren. Ja, jetzt sind wir da durchgegangen durch die vier Dimensionen der neuen Arbeitswelten. Ich lade Sie wirklich ein, Ihre eigene Roadmap, die wichtigsten Punkte in welcher Zeitabfolge zu gestalten. Da können Sie, wenn Sie auch nur 4, 5, 6 Punkte herausnehmen, die Ihnen am wichtigsten erscheinen, können Sie einen ersten Schritt setzen. Sie haben die Gesamtliste jederzeit zur Verfügung und können natürlich in ein paar Monaten dann den nächsten Schritt machen. Ich wollte aber noch auf die Zusammenarbeitsregeln eingehen, die so wichtig sind. Wenn Menschen hier in neuen Arbeitsumgebungen zusammenkommen, dann gilt es gemeinschaftlich, nämlich alle Mitarbeiterinnen miteinander, zu sagen, wir möchten gemeinsam hier Regeln machen. Ich habe erlebt, dass das zum Beispiel bei der Einführung von offenen Bürosituationen sehr gut funktioniert, wenn man so bis zu 10 Personen immer herannimmt und sagt, was wollt ihr denn erfinden? Was soll denn auf diesen Zusammenarbeitsregeln stehen? Die Führung des Unternehmens gibt natürlich Leitplanken vor, Arbeitszeiten, Arbeitssicherheit, organisatorische Vorgaben, wie Dinge zu erledigen sind, das ist ganz klar. Muss aber auch sagen, das Warum dahinter. Warum müssen wir, bevor wir diesen Fall behandeln, das Formular ausfüllen? Dann geht es sehr stark um die partizipatorische Gestaltung von diesen Räumen, von den Abläufen, von den Regeln. Ein permanentes Akkordieren mit den Wünschen der Führungskraft. Ein Akkordieren auch mit den nächsten 10 Personen, die ein bisschen weiter sitzen, mit den nächsten Mitarbeitergruppen, ein Ausprobieren und ein Verbessern. Und während wir das zum Beispiel 3 Monate ausprobieren, wie wir hier in unserem Teilbüro gut zusammenarbeiten,
Da haben wir die Möglichkeit, natürlich auch Konflikte anzusprechen. Ein typischer Konflikt, ich darf das Beispiel nennen, es ist zwar nicht ganz okay, aber es bleibt im Kopf. Es gab Situationen, wo einfach Mitarbeiter besondere Kolleginnen und Kollegen besondere Essensvorschriften hatten oder gerade eine Kohlsuppendiät gemacht haben. Und natürlich hat das gewisse Auswirkungen, einfach wenn so eine Kohlsuppe zubereitet wird, die hat einen eigenen Geruch und wenn das jeden Tag für 3 Wochen ist und vielleicht die Person auch noch ein bisschen unfreundlich ist, weil sie einen Zuckerentzug hat und eine Detox-Phase hat, oft muss man auch sagen, es ist nicht jeder Konflikt gleich ansprechbar, nicht jeder Mensch möchte in eine Konfliktansprechsituation gehen. Aber wir haben eine Möglichkeit und zwar dieses ZAM-Board. Was heißt ZAM-Board? ZAM ist so wie das von wir arbeiten ZAM und ein bisschen so ein Augenzwinkern Richtung Kanban-Board, was eine Projektumsetzungsmethode ist. Da geht es einfach daran, dass man irgendwo im offenen Bürobereich so etwas hat, wo auch Menschen anonym einmal ein Post-it hingeben können und nach einer Woche schaut sich mal die Führungskraft an, was ist denn da so zurückgekommen, was können wir besser machen, mit wem muss ich sprechen. Also diese Mittel sind ganz wichtig, um diese neue Arbeitswelt menschlich und optimal zu gestalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Martin Giswein. Wenn noch irgendwelche Fragen sind, einfach über meine Webpage. Danke.